Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Horror-Montag. Heute wieder mit Emily Wants to Play, was mir einige von euch ein wenig verhauen haben, weil ich jetzt weiß, wie die Monster funktionieren. Und ich weiß nicht, ob ich aus Protest absichtlich nicht diesen Tipps nachgehen sollte. Guck sie nicht an. Anti-Spoiler. Ja, funktioniert leider nicht. Aber netter Versuch. Hi! Was machst du auf dem Tisch? Junge! Darf ich dir ins Gesicht? Gut, ja, man kann schon so sagen, dass mir das Spiel verdorben worden ist. Aber hey, sind wir mal nicht so böse mit der Pizza-Uhr hier. Oh, hi, da bist du. Pizza Phony, oh yeah, was zur Hölle habt ihr denn hier mal wieder gespielt? Ich... Dramatisch! Ey, da bist du, oh mein Gott. Junge, kannst du wenigstens mal vor mir auftauchen oder so? Ich kann nicht mehr sein. Junge! Hey! Hey! Willst du bitte damit aufhören? Das Spiel ist irgendwie langweilig geworden, ne? Ja, schön. Danke für die Tipps. Werde angebrüllt. Habt ihr das gehört? Hier rennt ihr durchs Haus. Ho! Ho! Hi! Das Spiel ist spannend, so spannend, dass ich nicht mehr halten kann. Scheiße, ich mach mir in die Hose, es ist so spannend. Oh mein Gott, ich schlaf gleich ein. Yeah! So, lass mich raten. Jetzt kommt der Clown dazu und wenn der Clown kommt, darf man sich nur nicht bewegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs. Aber die ersten zwei Folgen waren irgendwie geiler. Da habe ich das Spiel auch noch richtig gefeiert, weil... Das jetzt kommt er wieder. Kann jemand bitte einen Mod daraus machen? Mit meinen Geräuschen. Okay. The boys are back in town. The boys are back. Huh! Junge, bist du eigentlich blöd? Komm, wir nehmen jetzt mal Anlauf und treten die weg. Hopp! Hey! Oh, nicht. Cool. Kleines Stück Gacker-Scheiße. Ich glaube, da ist er. Ja. Ist mir im Sack, so ist das. Doppelteam hier. Tag Team Action. You know it. They never heard of me. So, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Hi.